Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von We Rare Here Too, zusammen mit Jordan. Ja, der Rätselspaß geht weiter. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Lasst auch dieser Folge gerne eine Bewertung da. Und wer zufällig auf dem Kanal sich verirrt hat, gerne auch ein Abo, das würde mich mega freuen. Ansonsten wünsche ich dir noch ganz viel Spaß bei der Folge. So, Wendeltreppe, zack. Ich glaube, die Lava steigt nach oben. Ja, so. Also, ach scheiße, jetzt ist hier ein anderer Würfel, die Schweine. Okay, dann also, beeilen wir uns. Das ist ein Würfel, da ist ein Kompass drauf. Wenn du den Kompass gerade nimmst, das heißt, du hast den Kompass oben und der Kompass zeigt mit dem roten Pfeil nach Norden. Ja, gucke ich den gerade an oder ist das Symbol oben auf dem Würfel? Oben drauf. Okay. Der zeigt, und dann zeigt der Kompass nach Norden. Ja. Dann hast du links auf der nächsten Fläche hast du ein Viereck. Ja. Rechts hast du ein Dreieck mit der Spitze unten. Ja. So. Überhalb von dem Kompass, der nach Norden zeigt, hast du ein Dreieck, was mit der Spitze nach rechts zeigt. Ja, perfekt. Und unten hast du so ein, was ist das, Fünfeck? Ja, hab ich. Mit der Spitze oben. Ja, hab ich. Gut, dann nimm den Würfel, das ist der erste. Gut, hab ich. Wo lege ich den hin? Ah, hier drauf. Okay. Ah, jetzt geht's auf, danke. War richtig, ne? Ja. Okay, so der nächste. Du nimmst wieder den Kompass. Bei mir ist die Tür raus. Ich bin rausgegangen, sorry. Der nächste, ja? Ich kann hier keinen mehr nehmen. Muss ich in einen anderen Raum? Weiß ich nicht. Ich kann hier nichts mehr machen. Also ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen für dich. Ah, da geht diese Türen hier auf. Ach, jetzt muss ich eine Tür finden. Ich bin wieder runtergefallen, ja. Hä? Wie schnell geht es denn? Das ist doch unrealistisch. Nee, das war jetzt mein Fehler. Achso. Ah, Junge, ey, die machen das so dramatisch. Geil, aber. Ja. Achte auf plötzlich Veränderungen im Raum durch deinen Partner. Partner. Okay, aber mit dem Kompass, wenn wir das so erklären, kommen wir gut durch, glaube ich. Ja. Ich muss halt erst diese Türen finden, je nachdem, wo die offen sind. Das ist halt sehr zeitaufwendig. Ja, alles gut. Hä, wo ist es denn jetzt? Sind bei mir wieder alle Türen zu, oder was? Ah, jetzt ist die da unten auf. Okay, der erste bleibt gleich, oder wie? Nee, der ist wieder anders. Okay, Kompass, Norden, oben. Ja. Kompass zeigt nach Norden. Ja. So, dann ist, wenn du den Kompass nach Norden hast, ja, ist dann, jetzt muss ich aber bildlich denken, das ist schwierig zu erklären jetzt. Ist rechts von dem Kompass, ja, ist dann ein Dreieck mit der Spitze nach links. Nee, das ist bei mir nach unten. Dann ist falscher Würfel. Warte, Kompass oben, rechts, Dreieck, nein. Nach wo? Rechts? Nach links ist die Spitze. Scheiße. Oder, warte mal. Hallo? Doch, die ist nach rechts. Ach fuck, welcher war denn das jetzt? Warte, Kompass, nach rechts, okay, hab ich, ja. Dann ist von dem Kompass aus... der zeigt nach Norden. Boah, es ist gerade sehr schwierig. Ist links davon ein Fünfeck mit der Spitze nach rechts? Nee, warte. Scheiße. Scheiße. Was, Dreieck doch nach links? Boah, es ist schwierig, sich das vorzustellen. Das glaube ich, Mann. Egal, links davon ist jedenfalls ein Fünfeck mit rechts. Machen wir Motto weiter. Genau. Dann unten. Unten. Warte. Unten müsste dann ein Dreieck sein mit der Spitze nach unten. Hallo, nimm dir den Würfel. Was macht der denn da, Mann? Hallo, was macht der denn da? Oh, ich sterbe. Junge, ich hab's gleich, halt durch. Scheiße. Kommunikation ist Trumpf. Ja, jetzt sind ja witzig. Ja, du hast die Würfel gar nicht, du musst das... Ah, das ist natürlich stramm, ne? Ich hab das wie so ein Kreuz. Wie so ein Kreuz, weißt du? So ein Jesuskreuz. Mhm. Und daran sind dann die Symbole. Und ich muss mir dann ja bildlich vorstellen, wie der zusammengebaut wäre. Ja,
das ist natürlich heavy. Ach, also. Junge, die scheiß Tür. Moment. Hä? Ah, jetzt geht's ja auf. So, jetzt gehe ich rein. Und nochmal von vorne. Zack. Also bei mir ist rechts von diesem Kompass, der nach Norden zeigt, bleibt einfach dabei. Dreieck, das nach unten zeigt. Nee, ist falsch. Gut, weg mit. Also ich sag, da drunter unter dem Kompass. Ja. Ist ein Dreieck, was nach unten zeigt. Ja, bei mir auch. So, da drüber. Ja. Ist ein Dreieck, was nach rechts zeigt. Nee, warte. Also der Kompass zeigt nach Norden, ne? Ja, klar. Okay. Ein Dreieck wieder, also kein Fünfeck, okay. Auf dem Würfel sind zwei Fünfecke, zwei Dreiecke und ein Viereck. Mhm. Okay, ich glaube, ich habe es richtig. Ein Dreieck, das nach rechts zeigt, ne? Genau. Gut, okay. Wenn du dann nochmal nach oben gehst, ist dann da ein Fünfeck. Ja. Was? Und die Spitzen zeigen nach rechts. Ja, genau. Okay. Und wenn du dann zum Beispiel von dem Kompass, du hast ja dann links und rechts noch zwei. Ja. Das ist einmal links ein Viereck. Ja. Und rechts ein Fünfeck, auch mit der Spitze nach rechts. Nach rechts? Ja. Bei mir nach unten, fuck. Sonst hätte alles gestimmt. Oder ist das... Nee, für mich ist die Spitze nach rechts. Ja, ist kein Problem. Das also die, da sind... Der Würfel zeigt nach Norden und bei den Fünfecken sind beide Spitzen nach rechts. Da sind zwei Stück drauf und beide zeigen nach rechts. Obwohl, warte. Falsch. Deshalb kommt darauf an, wie du den betrachtest. Das ist echt schwer. Okay, das muss aussehen. Scheiß drauf. Nein, das ist er nicht. Hä, ich versteh's nicht. Da muss es doch einer von den anderen gewesen sein. Oh, das ist echt gar nicht so easy. Okay, Dreieck nach und unten. Dreieck nach rechts. Ich mach dann einfach in den Stabschnitt. Er geht nicht mehr rein, scheiße. Schwer, wirklich sehr, sehr schwer. Also ich orientiere mich immer, dass dieser Kompass oben ist und nach Norden zeigt. Also die Nadel oben praktisch, also geradeaus. Genau. Daran orientiere ich mich. Von da an gehe ich von dort aus links oder rechts oder drehe den Würfel einmal. Aber du drehst den Würfel nur gerade. Ich drehe den nur gerade. Also ich mache so, wie du mir sagst. Wenn du sagst, vom Kompass aus nach links oder rechts, mache ich das auch. Genau, du gehst immer vom Kompass aus. Ja, genau. Ist nicht so einfach, aber wir kriegen das hin. Was sind echt viele, ne? Wenn da wirklich jede einzelne Tür aufgeht. Boah. Ja, irgendwann hast du ja weniger zur Auswahl. Du hast doch, wie viele Würfel hast du gesagt? Ach Gott, am Anfang habe ich... Ich habe, glaube ich, 8 oder so. Ja, dann... Vielleicht minimiert jetzt... sich ja die Wahl, oder nicht? Ja, hoffentlich. Aber ja, ich muss dann... Das Problem ist, ich muss dann in einen anderen Raum gehen. Das habe ich ja beim nächsten Mal so langsam gecheckt. Okay. Das ist das Problem. Und die Räume sind in verschiedene Richtungen. Das muss ich erstmal finden, wo die Tür auf ist. Und dann kann ich erst weitermachen. Und ich glaube, dann war beim zweiten Raum auch genauso viele Würfel drin. Das ist halt... Aber wenn du so wenig Zeit hast, kann das eigentlich fast gar nicht... Weiß nicht. Ist nicht so easy. Oh, ich habe nicht geklickt gehabt. Mein Fehler. Okay, also ich gehe schnell hin. Also, Kompass zeigt nach Norden. Ich muss warten, bis die Tür aufgeht. Da ist halt auch noch keine Tür auf. Das ist echt fies. Ah, da oben jetzt. So, okay. Gut. Kompass Norden. Dann da drunter ist ein Dreieck, was nach unten zeigt. Ja. Da drüber ist ein Dreieck, was nach rechts zeigt. Nee, warte. Ja, also, hab ich. Ja. Dann, wenn du weiter einfach gerade drehst, über dem Dreieck? Ja. Guckst du ein Fünfeck an? Ja, richtig. Da ist die Spitze. Das hat ja mehrere Spitzen. Die Spitzen, die drei Spitzen zeigen bei mir nach rechts. Die zwei nach links. Genau. Okay, perfekt. So. Dann hast du auf der linken Seite ein Viereck. Ja. Und rechts ein Fünfeck wieder. Ja. Hier, nimm den einfach. Zack, richtig. Ja, aber richtig. Okay, wo ist die nächste Tür? So. Ah, da, okay. Kompass zeigt nach Norden? Ja. Da drunter ein Fünfeck? Ja. Mit drei Schrauben oben? Zwei. Ja. Ja, weiter. Dann nach unten hast du wieder ein Fünfeck mit zwei Schrauben oben und drei unten? Ja. Und überhalb des Kompasses ist ein Dreieck nach rechts? Ja. Und links ist ein Viereck? Warte.
dreh dich doch! Ja, ja, perfekt. Okay, jetzt muss das hin. Ja. Hallo, geh doch rein! Ja, guck ihn nicht an, mach ihn rein! Ja, perfekt. War richtig. Was? Ich? Let's go! Wo ist die nächste Tür? Wo ist die nächste Tür? Und hier wird schwierig jetzt. Ah, da oben. Natürlich am hintersten Eck. Okay, okay. Ja? Also, du hast den Kompass, der nach Norden zeigt? Ja. So, der ist aber jetzt egal. Auf jeden Fall ist unterhalb von dem Kompass, der zeigt bei dir nach Norden, ne? Ja, ja. Ist da drunter ein Dreieck, was auch nach oben zeigt? Warte. Nee, warte. Nee, warte. Nee, warte. Hallo, es hat's geleckt. Das ist schlecht. Guck dir doch diesen Würfel wieder an. Was macht der? Der guckt sich den Würfel halt nicht mehr an. Ja, ich muss einen anderen nehmen. Das buggt anscheinend jetzt gerade. Falsch. Ja, jetzt hab ich's. Dreieck nach oben, ja? Ja. Rechts von dem Dreieck? Ja. Ist wieder ein Dreieck, was nach oben zeigt? Er dreht sich bei mir der Würfel halt anders gerade. Warum auch immer. Machen wir beim Oberhalb vom Kompass weiter. So ein Viereck? Ja. Okay. Wenn und dann nach, ist da noch ein Fünfeck. Was da unten zeigt mit den drei Schrauben. Ja, genau. Nimm das einfach. Ja, perfekt. Yes! Ja! Errungenschaft, Freischalt, stachelige Stiege. Sehr geil. Kann ich da... Ah, geht doch. Mein Gott, das kann ich arbeiten. Was ein Scheiß, Mann. Boah. Der hat bei mir den Würfel halt ein bisschen gedreht. Ich konnte nur in eine Richtung drehen. Keine Ahnung, das hat bei mir teilweise ein bisschen gebackt. Kannst du mal bei der Aufnahme angucken dann. Okay, jetzt weiß ich schon ungefähr, was hier ist. Okay, ich habe immer wieder Hebel aktiviert. Das, ja, sehen wir dann. Also ich habe hier ganz viele Ritter bei mir. Oh nein. Okay, ich gehe hier mal weiter hoch. Ich kann hier momentan nur hochgehen, nichts großartig mache, außer unten den Hebel habe ich halt schon mal aktiviert. Vielleicht hat sie was gebracht. Jetzt gehe ich hier rein. Oh Gott, hier lacht jemand. Ja, hat bei mir auch gerade jemand gelacht. Junge! Oh oh, die Wand bewegt sich! Hä, warum dreht sich hier dieses Ding? Aber die auch? Jetzt geht's wieder zurück. Hä? Ah, es geht hier nicht weiter. Oh, oh, wir müssen uns beeilen. Was dreht sich mal alleine? Junge, du verquetsch mich. Hör auf, das zu drehen. Ha, du bist das. Ich hab schon Panik bekommen. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Ich bin auch so im Raum mit Rittern. Und du kannst dieses Drehding halt betätigen. Ja, aber ich muss es festhalten, sonst stirbst du anscheinend. Ah, du musst es festhalten. Ja, aber wenn ich jetzt loslasse, so, dann dreht sich's ja weiter. Ja, richtig. Und dann stirbst du gleich. Ja. Gleich ist relativ, ist ja zum Glück sehr langsam, aber ja, ich werde irgendwann sterben, mein Freund. Und das willst du doch nicht. Nee, das will ich nicht. Das ist aber gütig. Mhm. Okay, was kann man jetzt hier machen? Ja, ich auch. Mit so Symbolen darüber. Moment, ich gucke, ob die anders sind. Ja, das habe ich auch. Verschiedene. Einmal irgendwie so mit so einem Adler und so. Ja, also alles sehe ich jetzt nicht mehr, weil das Ding schon so weit vorne ist. Ich habe hier auch einen Adler, einen, oh, was ist das so, Bestie, wo so eine Angriffsposition ist. Und hinten die sehe ich halt nicht mehr neben dem Ding. Ich kann die leider nicht auswählen, irgendwie. Ah, ich kann da genauer drauf gehen, okay, das ist die Symbole C. Was kann ich das da jetzt? Das konnte ich auch. Okay, das bringt mir aber nichts. Ich kann hier sonst nichts auswählen. Und ich bin gleich Apfelmus. Aber ich bin noch ganz entspannt. Noch ist das Ding ein bisschen weg. Okay, ich sehe leider nichts, was ich hier machen könnte. Ja, wie unrealistisch. Eigentlich könnte er da einfach stehen bleiben und... Ah, hier sind auch so Waffen. Okay, ich kann Sachen nehmen und die den Rittern sogar geben. Also du musst mir das irgendwie durchgeben. Kann ich hier nicht scheiß Wand erstmal zurückmachen? Dann kann ich da helfen. Ich kann das nicht zurückmachen. Ich kann es nur so anhalten. Ja, jetzt mach's zurück. Vielen Dank, Junge. Okay. Viel zu gütig.
Zwar ein bisschen knapp, aber wir haben es gemeistert. Okay, du kannst Waffe nehmen. Also wenn ich reinkomme, die ersten Ritter. Der ja. Rechte hat so eine Pikeniere in der Hand bei mir. Welches Symbol ist über dem? Das Symbol mit... Was ist das so? So ein Viech mit einem Schwert in der Hand. Sieht so aus wie ein Wildschwein irgendwie im Kopf her. Wildschwein? Was sammelst du? Ein Wildschwein mit Schwert. Das halt so steht wie ein Mensch. Was? Ja, Junge. Ich hab hier so einen Lemuren oder so. Ah, das ist ein Wildschwein. Okay, der hat so ein Fell auch unten. Ja, ich kann es nämlich sehen mit dem Scheißding. Mit so einem Schwert in der Hand. Ja, richtig. Okay, warte, ich kurbel nochmal. Junge, wie gütig. Also der hat ein Schwert, hat er auch irgendwas in der Hand? Oder das Schwert hat er in der Hand. Das Schwert, was auf dem Symbol ist? Ja, richtig. Ist das das hier? Scheiße, ich nehm's einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig war. Wir gucken mal. Mit so einem großen Kopf. Ja, hat er den Kopf, okay, ja. Das ist das Falsche. Okay, da waren wir wohl deine Ritter wohl links zu meiner Linken. Nee, nee, das geht jetzt nicht. Okay. Okay, ich hab das Schwert, das müsste das sein. Hat er auch ein Schild? Ein Schild hat er nicht, nee. Also nur ein Schwert. Nur ein Schwert, ja. Der ist auch nicht das Richtige. Das gibt's gar nicht, was auf dem Bild ist. Hä? Nehmen wir mal einen anderen Ritter, keine Ahnung. Fangen wir mit einem anderen an, das funktioniert so nicht. Okay, okay, okay. Wenn ich reinkomme, links der Ritter, der bei mir das Schwert in der Hand hat, das Symbol dazu. Du musst mir das Symbol erklären, links bringt mir nichts. Okay, alles klar. Ein Rentier mit Pfeilen in der Brust. Hier habe ich. Gut, das war's. Hat er was in der Hand? Das Rentier hat nichts in der Hand, nee. Mann, der Ritter! Ein Schwert, ja. Wie war's denn für eins? Einfach ein normales Schwert, das ist lang, so mit Zacken, unten und oben. Das ist irgendwie kaputt, das hat nicht so eine kaputte Stelle. Ich sehe es nämlich leider. Ach Junge! Ist das einfach ein Schwert, was komplett heil ist? Ja, ich sehe hier kein, nichts, was kaputt ist. Okay, dann nehme ich das an. Hat er auch ein Schild? Schild hat er nicht, ne, der arme Kerl. Welche Hand? Links, von ihm aus gesehen. Also in seiner linken Hand? Ja. Okay, hab ich. Gut. Weiter, nächster Ritter. Ja, mach ich immer andere Ritter, ja. Aber ich habe hier immer Symbol, was soll das denn sein? So eine Ratte mit einer Krone drauf. Ratte mit einer Krone drauf? Den haben wir. Ja, hab ich. Wie so eine Katze oder so. Ja, ja, so ähnlich. Ja, was hat er in der Hand? Der Ritter hat ein Schwert und ein Schild. Welches Schwert? Das ist am Anfang dünn und wird dann nach oben hin breiter. Und hat dann ist oben so eine kaputte Stelle, so eine Einkerbung. Nee, keine Einkerbung. Hä? Ich habe hier keine anderen Schwerter, Bugs. Also er hat es in der Hand, von unten aus geht's, aber unten ist das Schwert dünn, dann wird es breit. Dann wird es noch ein bisschen dünn und dann geht es nach oben hin wieder breiter, wo die Spitze ist. Warum soll das eine Kerbe sein? Ich kann mir das halt nicht so genau angucken. Warte, hier sind noch andere Schwerter. Also das ist unten dünn? Ja, es fängt unten dünn an, das sind so Zacken außen. Dann wird es breiter, das sind auch... Wie bitte? Läuft das oben spitz zu? Ja. Welche Hand? Seiner linken von ihm aus und das Schild ist rechts. Ja, das Schild müssen wir gleich erst machen. Ich muss erstmal hier zurückkurbeln, damit du nicht drauf gehst. Oh Gott, Alter. So, also, wir waren bei der Ratte. Linke Hand ist das Schwert. So, das hat unten Zacken. Auf beiden Seiten aber Zacken, ne? Ja. Dann ist das so, läuft das so spitz zu oben. Ja. Okay, was für ein Schild? Oh je. Das Schild hat in der Mitte so eine Spitze. Warte, muss ich nochmal auf die andere Seite. Ich habe halt hier zwei Läger, wie was ist. Eine Spitze in der Mitte? Ja, die Spitze guckt halt raus. Ja, habe ich.
Außenrum ist das Schild. Ah, wie soll ich das erklären? Es ist halt nicht komplett rund, sondern. Da sind so mehrere Einkerbungen drin, ne? Ja, genau. Ja, hab ich. Okay, nächstes. Okay. Dann der Adler. Warte, ich kurbel erst. Wie gütig. Ja, Junge, das nervt mich tierisch. Aber ist doch nett, dass du mal Leben verschwindest. So, jetzt ja. Der Adler. Ja, welches Schwert? Der Ritter hat gar kein Schwert. Okay, welches Schwert? Der hat nur das Schild in der rechten Hand von ihm aus. Das Schild ist nicht rund. Das ist, unten, es hat so eine Spitze nach unten. Und oben diese zwei, ja, nennen wir es Kerbungen. Also es geht so. Und links und oben auch eine Kerbung. Ja, richtig. Ja, alles klar, hab ich. Sehr gut. Wir haben jetzt zwei, gell? Wir haben drei Ritter jetzt fertig. Okay. Da muss ich nochmal drehen, dass ich da wieder zurückkomme. So, das ist jetzt dann irgendwie so ein. Was war das für ein Tier? Moment. Ah, das ist dann das, was. Dieses Wildschwein wurde nicht verstanden. Ja, bei mir ist eh noch eins übrig. Also, welches Schwert? Der Ritter hat in seiner rechten Hand eine Pikeniere. Der hat kein Schwert. Okay, dann muss ich auf die andere Seite. Nein! Nein! Ich versuche das zu erkennen für dich. Nee, ist gar nicht so ein Ding. Das ist doch so ein langer Stab, oder nicht? Ja, so ein Pikeniere halt, ja. Auf der anderen Seite nochmal gucken. Hä? Mann, also ich habe hier zwei verschiedene. Ist auf beiden Seiten eine Klinge? Nee, der hat nur eine in der Hand. Und ein Schild. Mann, bei der Pikeniere ist auf beiden Seiten so eine Klinge. Also muss ich leider erst wieder drehen, dann kann ich es wieder sehen. Ach, Junge! Okay, da ist nur einmal so eine Klinge, die so mit dem Bogen so spitz rot endet. Und eine klein. Genau. Ja, okay. Welche Hand? In seiner rechten. Okay, welches Schild? Komplett rund, ohne Kerbung. Und in der Mitte. Mit vielen Bobbeln. Mit einem großen Bobbel in der Mitte. Genau, richtig. Ja, alles klar. Ich hoffe, das passt jetzt, so eine Scheiße. Ich habe alle Ritter fertig, aber es scheint nicht richtig zu sein. Okay, also ich bin mal sicher, der Moment, das ist gemacht, war auf jeden Fall richtig. Da bist du ja 100% sicher. Mit der Pekiniere, ja. Warte, ich guck mir nochmal an. War der mit dem Rentier? Ich habe so das Gefühl, der mit dem Rentier ist bestimmt nicht richtig. Mit dem Schwert. Vielleicht ist da was falsch, weil damals anscheinend. Ja, Rentier. Da, okay. Also. Der hat nur ein Schwert in seiner linken Hand. Und es hat. Das ist warte. Ja, in seiner linken Hand hat er ein Schwert, ja. Ja. Das ist halt, das ist komplett ohne Kerbung. Aber das. Komplett ohne Kerbung, okay, dann ist das hier, glaube ich, nicht richtig. Es hat halt nur diese Spitzen außen, aber keine Kerbung drin. Du sagst, wann ich probeln muss, weil ich laufe jetzt hier viel rum, ne? Ja, ist kein Problem. Vielleicht, wenn es dann nächstes Jahr übrig kann, kann ich einmal kurbeln. Also, das geht einfach gerade? Ja, kurbel! Aber da sind unten solche Kerbungen, oder? Ja, kurbel! Ah, Scheiße! Ach, du Junge! Mein Gott, du Wichser, ehrlich. Ja, Junge! Nee, ich gucke nach 20 Schwertern, hier liegen 30 Stück rum. Echt? What the fuck? Also, das sind unten so Kerben und oben geht das einfach gerade hoch mit einer Spitze. Das ist ein richtig hässliches Schwert. Ja, das ist hässlich. Ja, okay, linke Hand. Ja. Hab ich. Passiert nichts. Dann gehen wir mal noch mit dem. Also, der mit dem Adler muss auch richtig sein, da war ja nur das Schild, ne? Das ist das Schild, was wie so ein Wappen ist. Mit zwei Kerbungen links und rechts und eins oben. Genau, richtig. Dann das Ratteviech mit der Krone. Ja. Kennt das Schild, was rund ist, wo oben, unten, rechts und links Kerbungen sind? Richtig. Und ein Schwert, wo so Kerbungen sind. Aha. Und da geht das spitz zu. Aber das ist auf der einen Seite rund, auf der anderen Seite gerade.
Auf der einen Seite rund, auf der anderen gerade? Ja, auf der einen Seite ist das so rund. Also geht das oben rund zu. Ja. Mit der Spitze. Drehen wir auf wieder. Der anderen Seite ist einfach gerade. Drehen. Drehen. Drehen! Das sperrt aus. Aua! Na. Du musst mir früher Bescheid sagen. Junge, ich war so schwer fokussiert. Junge, es ist so dumm, dieses Rätsel, das hasse ich hier. Junge, jetzt geht die ganze Scheiße von vorne los. Okay, kannst du eigentlich schon was machen? Ja, ich hab einmal, wir fangen ganz links bei mir an. Da habe ich ein erschossenes Rentier. Ja, richtig. So, wie sieht er aus? Das ist jetzt der Typ mit der Pikeniere in der rechten Hand. Genauso wie vorhin, okay. Lang und kurz. Lang und kurz? Und der linken Hand ist sein Holzschild. Warte. Komplett rund ohne Kerbung? Ja, kein Problem. Ich warte. Rechte Hand ist Pikenier, okay. Aber ich habe zwei davon. Zwei, die genauso aussehen, oder was? Na, weiß ich nicht. Also ich pack die mal nebeneinander, dann kann ich es mir angucken. Also das einmal mit, wo an dem Stab oben noch eine Spitze ist. Ja. Und einmal ohne Spitze. Die mit Spitze. Das, okay. Der längliche Teil ist dann die Spitze. Was für ein länglicher Teil? Ich rede von einem Stab. Ein Stab? Du hast doch die Pikeniere. Ja. Ist da oben dran eine Spitze? Ja, da ist eine Spitze, wie in der Pikeniere. Ja, aber ich habe hier auch noch auch so ein Ding, langes Teil, wo auch eine Klinge ist, das sieht auch so aus. Also, direkt, wenn man den Stab weiter gerade hoch geht, ist da, meinst du, da ist direkt eine Spitze drauf? Oben, ja. Ne, der ist so dann ohne Spitze. Ach, Mann. Ja, Junge, das ist halt eine Spitze direkt, weißt du, ich verstehe, was du Mensch. Ist oben. Also, ist, wenn du nur nach dem Stab guckst, ist oben keine Spitze. Richtig, ja. Ist die Klinge groß? Ja, es ist schon ein ordentliches Teil. Okay. Wie geht das sein? Das andere ergibt keinen Sinn. Wie kann ich das denn jetzt austauschen hier? Verfickt. Weg. So. Das ist so gebogen oben. Ja, genau. Das habe ich mit Spitze verstanden. Links sind zwei solche Bobbles. Ja. Und dann geht die Klinge von unten so ein bisschen gebogen hoch. Genau. Weltklasse. So, jetzt sag mir an, welches scheiß verficktes Schild er hat. Also in seiner linken Hand hat er ein komplett rundes Schild ohne Kerbung. Mit diesen vier Mini-Kreisen außen und dem fetten Kreis in der Mitte. Okay. Wunderbar. Es ist Rentier fertig. So, du kannst mir schon den nächsten erklären. Ja, da muss ich reingehen, da muss ich kurbeln. Verdammt, das sehe ich von hier nicht. Okay, dann gehe ich jetzt rein. Ich kann nicht kurbeln. Rechts ist der Dax. Dax. Was ist ein Dax für dich? Ja, hier, Burenhand. Ja, genau. Ja, ja, ja. Der, was ist das denn für eine Waffe? Der Ritter hat in seiner linken Hand so eine zweischneidige Axt. Hier, ja. Mit wie so ein Herz. Ein Herz? Ungefähr, wie eine Herzform. Ganz wie Fantasie. Ja, okay, lass mal das mal so stehen. Das sind zwei Klingen, die so gebogen sind. Ja genau, wie als eine doppelseitige Axt halt. Ja genau, sieht aus wie vom Umkreis her wie Afrika auf der rechten Seite. Ja, passt schon. Rechte oder linke? Linke Hand. Okay. Gut, das war's. Dann gehen wir zum nächsten. Da ist so ein Storch mit Krone auf dem Kopf. Ja, erklär mir einen Ritter. Der Ritter in seiner rechten Hand dieses Wappenschild wieder. Wappenschild mit den Zacken in rechts und links und. Und oben, jawohl. Rechte Hand? Ja. Das ist die rechte, okay. Welches Schwert? Linke Hand hat er das, ein Schwert, das komplett gerade ist, ohne Einkerbung. Nur, im unteren Teil von dem Schwert
ist es so ein bisschen... Bitte einmal so dünner und dann einmal kurz breit. Genau. Ja, okay, hab ich. Gut, perfekt. Dann zum Schluss noch dieses Wildschwein mit der Schwert in der Hand, oder was ist da immer so? Ja, warte, ich probier erst, du kannst mir den Ritter erklären. Also die Klinge erklären erstmal. Rechte Hand das Schild. Welches? Ah, da gibt's A2 davon. Gefährlich. Kein Wunder, das könnte auch vorhin falsch gewesen sein. Das ist auch so ein Wappenschild mit den Kerbungen links, rechts und oben. Ja. Allerdings nur mit dem großen Kreis in der Mitte. Und sonst nichts. Okay, das an. Das hat noch so Zacken dran, ne? Genau, so 5 kleine. Ja, ja, okay, okay. Rechte Hand? Ja. Links okay. Das Schwert. Hat in der unteren Hälfte so Kerbungen drin, das ist dünner. Und nach oben hin ist es gerade und spitz. Okay, warte, ich gucke. Also ich habe hier eins, das hat so Kerbungen. Rechts eine und links eine Kerbung. Nee, links ist falsch. Bei mir jetzt nur rechts. Nur rechts. Okay, dann sind das die hier alle schon mal nicht. Die können es alle nicht sein. Hallo, wirklich? Nur rechts? Nee, das ist auch nicht... Also wenn ich jetzt davor stehe, dann nicht von ihm aus rechts. Das hat auch keine Kerbung, auch keine Kerbung, auch keine Kerbung. Sieht schlecht aus, mein Freund. Alles gut, das hat auf Ding. Der einen Seite Kerbung, ne? Ja, nur auf einer Seite. Aber so eine große. Ja, genau. Unten. Genau, unten. Ja, okay. Ja, okay, da leuchtet. Der eine Ritter leuchtet bei mir, zwei leuchten. Und sind anscheinend nur die richtig. Hä? Okay. Dann ist der bei dem Storch anscheinend falsch. Warte, ich kurbel erst. Wenn es also viele verschiedene Schwerter gibt, ne, das ist halt... Ja, hier gibt's sehr viele. Okay, also der mit dem Rentier ist richtig und den, wo wir gerade als erstes gemacht haben. Ja. Gut, okay, dann fangen wir mal bei dem... Ah, mit dem Storch. Ja, das Schild ist ja richtig. Das Schwert falsch. Okay. Gib mir das Schwert. Gib mir doch das Schwert. So. Also das Schwert ist komplett gerade, ohne Kerbung. Es hat nur am unteren Teil, so links und rechts, jeweils so eine etwas breitere Spitze, die rausgeht. Okay, aber ansonsten ist es kerzengerade. Ich hätte das genommen, was ich gerade hatte. Hä? Ich guck nochmal auf der anderen Seite, welches da sein könnte. Aber so ganz minimal, ne? Ja, minimal. Okay. Passiert nichts. Doch, jetzt! Perfekt! Ja! Da musst du einmal kurbeln und dann müssen wir mit der doppelseitigen Axt nochmal gehen. Okay. Ja. Also, wie viele von deinen Äxten gibt's denn? Wenn nicht, probieren wir alle durch, oder gibt's da A30 davon? Warte, ich guck mal auf der anderen Seite, hier ist keine Axt. Hier ist noch eine, aber die... Das ist doch die, die ich gerade hatte, oder nicht? Hä? Welche Hand? In seiner linken. Ja... Enge Verhältnisse, ja super. Super Spruch, ey. Klasse. Oh, wirklich klasse. Okay. Schon scheiße. Okay, Checkpoint haben wir, ne? Ja. So, das war's mit Wie er hier tut, im zweiten Teil. Ich weiß nicht, wie viele noch folgen werden, wie lange wir noch rätseln müssen. Aber seid gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Euer Pax.